Gera hatte den Moment genau abgepasst. Aus diesem Hightech-Nast gab es kein Entkommen. Aber eine Schwachstelle gab es trotzdem. Den Menschen. Ihm war bewusst, dass seine Gefängniswärter früher oder später kommen würden, um sich um ihn zu kümmern. Und das war der Moment, in dem er würde handeln müssen. Dann durfte er keinen Fehler machen. Andernfalls hätte er sicher wieder diese beschissene Mikrowellenwaffe zu spüren bekommen. Oder Schlimmeres. Als der muskulöse und äußerst wachsam aussehende Sicherheitsmann eintrat, um ihn zu holen, wurde ihm klar, dass das nicht einfach werden würde. Aber immerhin hatte man nur einen von ihnen geschickt. Das war der Vorteil von angepissten und zerrissenen Klamotten. Die Leute unterschätzten einen ganz automatisch, wenn man wie ein Penner aussah und roch. Der Sicherheitsmann machte sich den Spaß, einen Moment lang vor der durchsichtigen Gefängnistür stehen zu bleiben. Er sah Gera fest in die Augen und fuhr sich mit der freien Hand, in der anderen trug er ein Sturmgewehr, vielsagend über die Kehle. Dabei lächelte er so strahlend wie ein Kind, dem man kostenlose Selbstbedienung im Spielzeugladen gewährt hatte. Anscheinend ging es jetzt wirklich um alles oder nichts. Der Mann drückte den Öffnungsknopf neben der Zellentür, wartete, bis sich die Tür geöffnet hatte und bekam einen mustergültigen Kinnhaken verpasst, mit dem er nicht gerechnet hatte. Sein Gewehr fiel ihm aus der Hand. Als Gera es sich aber schnappen wollte, bewies der Mann, dass seine militärische Ausbildung nicht weniger wert war als Geras Boxerfahrung. Trotz des harten Schlages kippte er nicht um und schaffte es, den Fuß auf das Gewehr zu stellen, noch bevor sich Gera danach bücken konnte. Dann holte er seinerseits zu einem Schlag aus, mit dem Ziel, Gera schwungvoll zurück in seine Zelle zu befördern. Dieser konnte dem gut gezielten Fausthieb zwar nicht gänzlich entgehen und wurde für dieses Versagen mit einem dröhnenden Schmerz in seiner Stirn belohnt, schaffte es aber dennoch, außerhalb der Zelle zu bleiben. Dabei ließ Gera sich theatralisch zu Boden fallen und versuchte benommen und orientierungslos zu wirken, obwohl er den Schlag im Grunde gut weggesteckt hatte. Sein Plan funktionierte. Sein Kontrahent wollte die vermeintliche Atempause nutzen, um sich die Waffe zu schnappen und Geras Existenz ein Ende zu setzen. Gera ließ ihn gewähren und wartete ab, bis der Sicherheitsmann den Fuß von der Waffe genommen und seinen Finger um den Lauf geschlossen hatte. Dann sprang er blitzartig auf und landete mit seinem linken Fuß auf den Fingern des Mannes. Knochen knackten. Der Sicherheitsmann schrie auf und erhielt als Sahnehäubchen noch einen kräftigen rechten Haken, der ihn diesmal endgültig zu Boden warf. Gera machte seinerseits nicht den Fehler, den Mann zu unterschätzen. Er hob schnell die Waffe auf und gab ein paar gezielte Schüsse auf seine Ellenbogen und Knie ab, die den Geschossen nichts entgegenzusetzen hatten. Der halb bewusstlose und völlig unbewegliche Mann wurde von Gera in die Zelle geschleift, die er genüsslich zuschnappen ließ. Natürlich nicht, ohne den Mann vorher um seine Sicherheitskarte und etwas Bargeld erleichtert zu haben. Statt nun die Flucht zu ergreifen oder Dr. Howe zu Hilfe zu eilen, wartete Gera erst noch einige Minuten, bis der Mann wieder ganz bei Bewusstsein war. So viel Zeit musste sein. Als der Sicherheitsmann die Augen aufschlug und „Sie verdammter Bastard“ murmelte, imitierte Gera sowohl das gestische Todesversprechen als auch das gehässige Lächeln, das der Mann ihm vorhin präsentiert hatte. „Du hast Pech, dass du keine Frau bist“, sagte er in süffisantem Tonfall. „Dann hätte ich deinen Körper später noch gebrauchen können und du wärst schnell und schonend gestorben. So aber…“ Gera betätigte den roten Knopf, der sich rechts an dem Gewehr befand. Und wie erwartet begann der Mann zu schreien, als die Mikrowellenstrahlung das Wasser unter seiner Haut erhitzte. Zwar war dieser Mechanismus als nicht tödliche Waffe konzipiert worden, aber das galt nur für ihren zeitlich begrenzten Einsatz. Nach mehreren Stunden Dauerbestrahlung mochte die Sache anders aussehen. Glücklicherweise blieb die Waffe aktiv, wenn man sie einmal aktiviert hatte, und musste manuell ausgeschaltet werden. Deshalb konnte Gera bequem aus dem Raum spazieren und den von Schmerz verkrampften Körper des Sicherheitsmannes zurücklassen. Kurz bevor er die Tür öffnete, drehte er sich aber noch einmal zu dem Mann um. „Sie ist positiv. Wenn du hierdurch stirbst, werden dich alle Brathähnchen dieser Erde als ihren Messias verehren. Angenehmes Knuspern noch.“
Dann trat Gera auf den Flur heraus, der erfreulich leer war. Er überlegte kurz, doch die Biege zu machen. Aber nach all dem Scheiß hier wollte er erst recht antworten. Und die würde er am ehesten von Dr. Streber erhalten. Also würde er nun den Ritter in stinkender Rüstung spielen und den Doktor aus der Folterkammer fischen. Zwar hatte er keine Ahnung, wo die sich befand, aber wenn Christopher Gera eines beherrschte, dann war das Improvisation. Das Kribbeln in Jonathans Unterarmen hatte schon vor einigen Minuten aufgehört. Jetzt waren sie nicht viel mehr als taube Fremdkörper. Und es würde nicht mehr lange dauern, bis sie beginnen würden abzusterben. Die Schmerzen, die ihm Dr. Kiving in den letzten 11 Stunden, oder waren es 11 Jahre gewesen, zugefügt hatte, waren unbeschreiblich. Und dennoch war es die Angst davor, die Arme zu verlieren, die drohte, Jonathans moralischen Widerstand zerbrechen zu lassen. Nie wieder schreiben, nie wieder Proben sammeln oder ein Mikroskop justieren, nie wieder eine Frau in den Armen halten. Sein Leben wäre so gut wie vorbei. War es das wirklich wert? Ein weiterer Stromstoß unterbrach seine Gedanken und verwandelte die Welt in weißglühenden Schmerz, der erst nach gefühlten Stunden endete. Langsam drang Dr. Kivings Stimme durch den Nebel seines Bewusstseins. Und? Ist Ihnen endlich was eingefallen zu der hübschen Pflanze? Statt eine Antwort abzuwarten, nahm er ein Skalpell aus seinem Mantel und rammte es in Jonathans rechten Unterarm. Blut sickerte heraus, aber Jonathan spürte rein gar nichts. Dr. Kiving zog die rechte Augenbraue hoch. Also, entweder sind Sie härter im Nehmen, als ich dachte, oder ich kann schon einmal die Biotonne für Ihre Unterarme besorgen. Bekommen Sie als Wissenschaftler eigentlich eine ordentliche Invalidenrente? Schon gut, sagte Jonathan. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß. Jonathan war es leid zu kämpfen. Früher oder später würden sie eh die Wahrheit aus ihm rausbekommen. Nach seinen Armen würden sie ihm sicher weitere Körperteile nehmen. Und irgendwann würde er gestehen. Er war vielleicht kein schlechter Mensch, aber er war auch kein Heiliger. Er wollte leben. Unversehrt leben. Wenn er also schon zum Verräter an der Menschheit wurde, so konnte er wenigstens ein körperlich vollständiger Verräter bleiben. Wie schade, kommentierte Dr. Kiving und zog eine Schnute. Aber gut, dann schießen Sie gleich mal los und lassen Sie mich an Ihrem Wissen teilhaben. Wollen Sie nicht erst diese blöden Fesseln lockern? Drängte Jonathan. Dr. Kiving schüttelte den Kopf. Wohl eher nicht. Wenn Sie Ihre Arme behalten wollen, müssen Sie sich wohl ein wenig mit dem Erzählen beeilen. Seien Sie aber trotzdem gründlich. Ich merke es, wenn Sie etwas auslassen. Und ganz besonders merke ich es, wenn Sie lügen. Jonathan war darüber alles andere als glücklich, aber er begann dennoch zu erzählen. Die Glassträucher stammen aus dem Knochenwald, dem gleichen Ort, aus dem auch die Maden und die Knochenbäume kommen. Sie tragen rote und blaue Beeren. Die roten entstehen aus dem Blut ihrer Opfer, die blauen aus ihrer Seele oder ihrer Essenz, wenn ihnen das lieber ist. Beides saugen sie über dünne, fast unsichtbare Wurzeln ab. Die Wurzeln erscheinen nur, wenn ein Strauch beinahe abgeerntet ist. Das Besondere an den Früchten ist ihr Geschmack. Sie schmecken besser als jedes andere Lebensmittel auf der Welt. Die blauen sind dabei noch schmackhafter als ihre roten Verwandten. Beide aber haben den Nebeneffekt, dass der Verzehr hochgradig suchterzeugend ist. Mehr noch, wer etwas davon isst, wird danach jede andere Nahrung als minderwertigen Abfall empfinden. Die Blauen haben zudem die potenzielle Nebenwirkung, dass ihre Konsumenten vom Geist derjenigen heimgesucht werden, deren Seele in der Beere gefangen war. Dr. Kiving hatte sehr interessiert zugehört und mit jedem von Jonathans Worten noch breiter gelächelt. »Wunderbar! Das wird Frau Giannex erfreuen! Sie haben uns wirklich gute Dienste geleistet!« »Freut mich«, erwiderte Jonathan sarkastisch. »Dann können Sie ja jetzt endlich meine Fesseln lösen.« Wieder schüttelte Dr. Kiving den Kopf. »Leider nicht.« »Aber ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß«, schrie Jonathan. Nun sah Dr. Kiving fast bedauernd aus. Ein seltsamer Anblick bei so einem Mann. »Das stimmt. Sie haben die Wahrheit gesagt. Daran zweifle ich auch nicht. Aber ich habe gelogen.
Ich freue mich viel zu sehr darauf, ihre Arme verrotten zu sehen, um sie einfach so freizulassen. Die kleinen Freuden meines Alltags. Verzweiflung explodierte in Jonathans Herz und breitete sich wie ein Feuersturm in seinem ganzen Körper aus, sogar in seinen abgebundenen Armen. Elvira wird davon erfahren, versuchte er es mit Drohungen, da er wusste, dass er an Dr. Kyvings Mitleid gar nicht erst zu appellieren brauchte. So etwas gab es bei ihm nicht. Eher unwahrscheinlich, wischte Kyving Jonathans Drohung beiseite. Ich werde ihr einfach erzählen, dass sie zu lange heldenhaft für ihre Überzeugungen gekämpft haben, als dass ich ihre Arme noch hätte retten können. Obwohl ich natürlich mein Bestes versucht habe, nachdem sie endlich Einsicht gezeigt haben. Die wahren Hintergründe wird Elvira nicht erfahren und auch sie werden sie nicht überzeugen können. Erst recht nicht ohne Unterarme. Elvira verabscheut Krüppel. Sie Monster! Schleuderte Jonathan dem Doktor entgegen, als er sich auf den Weg zur Tür begab. Dieser drehte sich noch einmal um. Man hat mir schon Dutzende von Namen und Bezeichnungen gegeben. Auf Chinesisch, Russisch, Koreanisch, Französisch und Englisch. Und beinahe jede davon war kreativer als diese. Dr. Kyving rückte seine Brille zurecht. Vielleicht fällt Ihnen ja noch was Besseres ein, bis wir uns wiedersehen. Ich bin wahrscheinlich morgen Abend zurück. Ich wünsche fröhliches Verrotten. Mit diesen Worten schloss er die Tür und ließ Jonathan mit seinen düsteren Gedanken allein. Er sah auf seine Unterarme, die ihm schon jetzt wie Fremdkörper erschienen. Und er wusste, dass jede Sekunde, die verstrich, sie noch weiter von seinem restlichen Körper trennen würde. Gewebe und Nerven würden absterben, da ihnen jegliche Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen fehlte. Und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Gleichzeitig hatte er Kyving und Elvira Informationen geliefert, die sie garantiert nicht zum Wohle der Menschheit verwenden würden. Jonathan hatte sich immer für einen recht guten Menschen gehalten, aber nun schien ihm ein Teil dieses Selbstbildes ebenso abzusterben wie seine Unterarme. Da konnte er sich noch so oft einreden, dass er keine Wahl gehabt hatte. Die Minuten verstrichen und Jonathan hatte sich schon fast in sein Schicksal ergeben, als plötzlich die Tür mit einem Ruck aufflog und ihm ein leichter Uringeruch entgegenschlug. In der Tür stand sein ehemaliger Zellennachbar mit seinem verkniffenen Erdmännchengesicht, seiner vollgepissten Hose, seinem zerknitterten Jackett und einem hochmodernen Sturmgewehr in der Hand. In diesem Moment erschien Jonathan dieser Anblick geradezu wunderschön. »Hey, Doktor, ich dachte, ich schau mal nach Ihnen. Sie schulden mir noch ein paar Antworten.« Jonathan musste sich beherrschen, nicht vor Freude und Erleichterung laut loszulachen. »Die sollen Sie bekommen. Machen Sie nur erst meine Arme los.« Gera warf ihm einen schiefen Blick zu. »Bin ich Ihr Kindermädchen?« Dann aber ging er trotzdem zu dem Stuhl, auf dem Jonathan gefesselt war. »Ihre Arme sehen nicht gut aus«, kommentierte er. »Das weiß ich selbst«, erwiderte Jonathan. »Aber ich möchte sie dennoch behalten. Irgendwo hier muss es doch einen Knopf dafür geben.« Christopher Gera suchte den Stuhl und auch den Raum gründlich ab. Als Polizist war das für ihn Routine. »Leider nichts. Und aufschneiden oder aufschießen kann ich die Fesseln auch nicht. Nicht ohne dabei ihre Arme in Hack zu verwandeln. Wenn Sie aber notfalls ohne Unterarme hier raus wollen, kann ich das gerne einrichten.« Jonathans Erleichterung verwandelte sich in Asche. Dabei war die Rettung so nah gewesen. »Fangen Sie jetzt nicht an rumzuheulen. Lieber Arm ab als Arm dran. Sagt man das nicht so?« Er ließ ein dreckiges Lachen hören, das Jonathan mit einem wütenden Blick quittierte. Seine Wut belustigte Gera nur noch mehr. »Oh, Sie können aber ganz schön böse gucken, richtig furchterregend bei einem Mann in Ihrer Lage. Hab ich Ihre Streberehre verletzt? Wollen Sie sich gleich mit mir duellieren? Vielleicht in einem Faustkampf?« Erneut lachte Gera herzhaft, bis er plötzlich nachdenklich wurde. »Eine Idee hab ich allerdings noch.« Gera räusperte sich. »Alexa, öffne die Fesseln.« Mit einem klackenden Geräusch schnappten die Fesseln an Jonathans Armen auf. In Geras Grinsen hätte man einen Elefanten verstecken können. In Jonathans offenem Mund sogar eine ganze Herde. »Aber wie?
Wir haben sie... Wir konnten...« stammelte er. »Polizistengespür«, antwortete Gera trocken. »Improvisation war schon immer mein Ding.« Jonathan konnte es kaum glauben und versuchte, vorsichtig seine Arme zu bewegen. Es ging nicht. Jenseits seines Ellenbogens waren sie wie leblose Gegenstände, über die er keine Kontrolle besaß. Aber als er mit Hilfe der Stuhllehne seine Ärmel hochschob, sahen sie immerhin nicht nekrotisch aus. Das war gut. Vorsichtig erhob er sich von dem Stuhl, wobei seine Unterarme unkontrolliert gegen das Metall der Lehne schlugen. Er spürte rein gar nichts und es sah lächerlich aus. Gera war anscheinend derselben Meinung. »Sie bewegen sich so anmutig wie ein Crash-Test-Dummy.« Jonathan überging die Spitze. »Danke für die Rettung«, sagte er nur. »Aber jetzt sollten wir hier schleunigst verschwinden. Haben Sie auf Ihrem Weg hierhin ein Loch in der Wand gesehen? Oder wurde es inzwischen geschlossen?« »Es existiert noch«, erwiderte Gera. »Und die Arbeiter sind anscheinend gerade in der Pause. Beste Voraussetzungen also, um zu verschwinden.« »Dann also los«, sagte Jonathan und ging so würdevoll auf die Tür zu, wie es mit wild umherschlackernden Armen möglich war. Auch wenn er natürlich hoffte, dass er bald ein Kribbeln spüren würde, so hatte er auch Angst davor. Es würde scheiße wehtun. Andererseits hatte er gerade in Sachen Schmerzen schon ein exzellentes Training absolviert. »Warum bleiben Sie stehen?«, fragte Gera genervt, als Jonathan plötzlich sein Ohr an eine der Türen drückte, die von dem langen Gang wegführten, in dem sie bisher glücklicherweise keine Sicherheitsleute vorgefunden hatten. Gera hatte aber wenig Lust, ihr Glück weiter zu strapazieren, zumal das Loch, welches in die Freiheit führte, bereits in Sichtweite lag. »Seien Sie mal still«, flüsterte Jonathan. »Ich will das mitbekommen.« Seine Arme kribbelten inzwischen extrem schmerzhaft, ließen sich aber wieder einigermaßen bewegen. Gott sei Dank. Hinter der Tür redeten zwei Stimmen, die von Elvira Janek und eine, die Jonathan unbekannt war. Gerade sprach Elvira. »Grund zur Annahme, dass dieser Arnold Wingard noch lebt. Überwachungskameras auf diesem Rockfestival in Norddeutschland haben ihn identifiziert. Hier ist die Adresse. Finden Sie ihn und bringen Sie ihn her. Lebendig und gut verschnürt. Ich zähle auf Sie.« Jonathan konnte es kaum glauben. »Arnold lebte?« »Wie Sie wünschen. Betrachten Sie es als erledigt. Soll ich den offiziellen Weg nehmen oder die Abkürzung?« »Nehmen Sie ruhig die Abkürzung. Außer uns beiden sollte erst einmal niemand von dieser speziellen Mission erfahren. Und die Arbeiter sind gerade ohnehin in der Pause. Aber beeilen Sie sich.« Nun wusste Jonathan, dass sie schnell handeln mussten. Er tippte Gera auf die Schulter. Der sah ihn verwirrt an. »Wir müssen schnellstens hier raus.« »Ach, jetzt plötzlich doch?«, fragte er vorwurfsvoll. »Reden können wir später«, erwiderte Jonathan. »Jetzt müssen wir rennen.« Ohne darauf zu achten, ob Gera ihm folgte, rannte Jonathan zu dem Loch in der Außenwand der Anlage, welches Lucy bei ihrem Ausbruch gerissen hatte. Die Arbeiter hatten es bereits verkleinert, aber noch immer passte ein Mann locker hindurch. Hinter dem Loch befand sich ein schräg nach oben führender Tunnel aus lockerer Erde, den Jonathan so schnell wie es nur ging hinaufstieg. Leider waren seine Arme noch immer nicht voll einsatzbereit und erschwerten den Aufstieg zusätzlich. Hinter sich hörte er Gera schnaufen und fluchen. Er war also mitgekommen. Eine weitere Person hörte er nicht. Noch nicht. Allerdings konnte Elviras unbekannter Agent jeden Moment in den Tunnel steigen und dann wären sie am Arsch. Glücklicherweise war der Tunnel nicht lang. Obwohl dauernd Erde nachrutschte, die Steigung recht steil war und sie ein paar Mal fast wieder nach unten gerutscht wären, schafften sie es letztlich doch nach oben. Draußen war Nacht. Ein kühler, frischer Wind wehte ihnen ins Gesicht. Aber so erleichtert Jonathan auch war, er gönnte sich dennoch keine Ruhepause. Stattdessen flüchtete er sich so schnell er konnte hinter die nahe Baumgrenze. Gera war schlau genug, ihm zu folgen.
Kaum, da sie hinter den Bäumen verschwunden waren, stieg ein weiterer Mann aus dem Loch heraus. Er hatte kurze, schwarze Haare, war durchschnittlich groß, recht breit gebaut und trug trotz der Dunkelheit eine Sonnenbrille sowie einen dunkelgrauen Anzug, der natürlich jetzt voller Erde war. »Was ist das für ein Typ?« flüsterte Gera. »Irgendein Kopfgeldjäger, den Elvira auf einen alten Freund von mir angesetzt hat. Auf einen Freund, von dem ich dachte, dass er eigentlich tot wäre.« Gera zog skeptisch die Augenbraue hoch. »Und warum wollen Sie diesen Freund jetzt unbedingt finden?« »Na, weil er mein Freund ist natürlich. Das machen Freunde so. Und darüber hinaus, weil er eine ganze Menge über die Scheiße weiß, die hier abläuft. Weit mehr noch als ich.« Jetzt verstand Gera. »Schon klar. Sie wollen also nicht, dass er dieser Bitch und ihrem Doktor Giftzwerg in die Hände fällt und brav drauf losplaudert. Nun, dann sollten wir schauen, dass wir nicht den Anschluss an diesen James Bond für Arme verlieren.« Gera zückte ein Handy, das er zuvor ebenfalls dem Wachmann abgenommen hatte, und schrieb eine SMS. »So, jetzt sollte hier in Kürze ein Wagen für uns auftauchen. Wir können den Typen ja nicht zu Fuß verfolgen.« Jonathan nickte. Sie folgten dem Mann bis zum Ausgang, der dummerweise noch immer bewacht wurde. Deshalb schlug Gera Plan B vor, der ihn bereits hier erfolgreich hereingebracht hatte. Eine kleine Kletterpartie und einige Holzsplitter später stiegen sie vom Baum herunter und erkannten glücklicherweise gerade noch das Kennzeichen des Wagens, in dem der Kopfgeldjäger einstieg. Gera gab auch das Kennzeichen per SMS durch. »Der Mann ist jetzt zur Fahndung ausgeschrieben. Manchmal ist es echt geil, ein Bulle zu sein«, sagte er lachend. Jonathan lächelte nur abwesend. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, zu realisieren, dass Arnold womöglich immer noch lebte. Dass er seinen alten, verschrobenen Freund wieder treffen und mit ihm wie früher debattieren könnte, war ein durchaus sehr erfreulicher Gedanke. Nach wenigen Minuten fuhr ein schwarzer BMW vor und hielt direkt vor ihn. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter, grüßte Gera kurz und bedeutete den beiden einzusteigen. Die Jagd begann. Elvira Janek fühlte sich geradezu berauscht, als sie die Körper der 20 Sicherheitsleute betrachtete, die reglos am Boden des Versuchsareals lagen. Sie waren zum Teil kaum noch als Menschen zu erkennen. Sie waren zerfetzt, von üblen Wunden entstellt, von Kugeln durchlöchert und von Fingernägeln und Zähnen zerrissen. Elvira empfand kein Mitleid mit diesen Menschen. Sie hatte ohnehin vorgehabt, ihnen zu kündigen, und auf diese Weise bestand nicht das Risiko, dass sie ihre Geheimnisse ausplauderten oder irgendeine Abfindung verlangten. Sie waren schwache Glieder in der Kette ihrer Organisation gewesen, die allesamt viel zu oft gezweifelt und Fragen gestellt hatten. Es war gut, sie loszuwerden. Ohnehin stand der einzige Kämpfer, der sie wirklich interessierte, in der Mitte des transparenten Versuchsraums. Er hatte einen wilden, hasserfüllten Ausdruck in seinen Augen, die fast aus den Höhlen zu treten drohten. Sein Körper und ganz besonders sein Gesicht waren von dicken, weißen Adern gezeichnet, die im hektischen Rhythmus pulsierten. Die Muskeln in seinem Hals zuckten nervös und er machte ganz sicher nicht den Eindruck, berechenbar und kontrollierbar zu sein. Aber anders als zuvor Lucy war er es. Das misslungene Experiment, das sie nur deswegen mit einem Kind durchgeführt hatte, um mögliche Schäden an der Einrichtung zu minimieren, hatte dennoch seinen Nutzen gehabt. Dadurch hatten sie immerhin gelernt, dass sie das Schneidmadenfleisch bei zukünftigen Experimenten niedriger dosieren mussten. Zusätzlich hatten sie mit Hypnose und einigen Kniffen aus der Trickkiste der Verhaltenspsychologie gearbeitet und letztendlich den perfekten Soldaten erschaffen. Er hatte Reflexe, die mehr als 10-mal so schnell funktionierten wie bei normalen Menschen. Er besaß geradezu titanenhafte Körperkräfte, die über die jedes Lebewesens auf dieser Welt hinausgingen. Und er hatte eine große Widerstandskraft gegen Verletzungen, wie die vielen folgenlosen Einschusslöcher in seiner Haut bewiesen. Sein Körper besaß die interessante Fähigkeit, Schäden an lebenswichtigen Organen in wenigen Sekunden zu reparieren. Lediglich Fleischwunden erforderten für die Heilung etwas mehr Zeit. Alles in allem eine beeindruckende Schöpfung, die zwar innerlich zerstört war und für nichts anderes mehr lebte als Zorn und Gewalt, aber
und das war das Wichtigste, dennoch Befehle befolgte, zuverlässig und ohne Fragen zu stellen. Dieser Umstand verwandelte ihn von einem wilden, unberechenbaren Monster in eine hocheffektive Waffe. Eine Waffe, die Elvira mit Sicherheit zu ordentlichen Preisen an die Staaten und Milizen dieser Welt verkaufen konnte. Eine Gruppe aus 100 dieser Soldaten konnte es gewiss ohne große Probleme selbst mit der größten Übermacht aufnehmen. Und auch über Ärgernisse wie Skrupel und Befehlsverweigerung brauchte man sich in Zukunft nicht mehr zu kümmern. Niemand könnte so einer Versuchung widerstehen. Insofern spielte es kaum eine Rolle, dass Jonathan und dieser vollgepisste Polizist aus ihrer Obhut entkommen waren. Sie hatte alles von ihnen bekommen, was sie wollte. Und das betraf nicht nur ihren Supersoldaten. Darüber hinaus wusste sie nun, dass sie auch aus der wundersamen Pflanze, dem Glasstrauch, wie Jonathan sie genannt hatte, Profit schlagen konnte. Sie hatte auch schon einen ganz konkreten Plan, wie sie das anstellen würde, auch wenn das natürlich ein wenig Vorbereitungszeit benötigte. Und zu guter Letzt bestand ja auch noch die Chance, dass ihr persönlicher Kopfgeldjäger Parker diesen ominösen Professor finden und zu ihr bringen würde, mitsamt einer Fülle von neuen, lukrativen Geheimnissen. Sollte Parker allerdings dabei versagen? Nun, ihr neu geschaffener Supersoldat konnte immer noch etwas Training gebrauchen. Das Kaninchen war problemlos auf geheimen Wegen zurück in den Bau gehoppelt. Nichts hatte sie aufhalten und niemand sie entdecken können. Sie war nicht mehr als ein Schatten ihres einstigen Selbst und als solcher fiel es ihr nicht schwer, unbemerkt an den Augen der Menschen vorbeizuhuschen. Natürlich hätte sie die Wachen auch einfach töten können, aber das hätte Aufsehen erregt und nicht ihren Absichten gedient. Sie würde noch früh genug für Aufruhr in der Einrichtung sorgen. Jetzt stand sie vor der riesigen, durchsichtigen Kuppel, in der sich die gewaltige Madenkönigin und Dutzende kleinerer und größerer Schneidmaden befanden. Die Tiere reagierten sofort auf sie. Die gewaltige Madenkönigin wurde unruhig und schlug mit ihren Klauen gegen die Kuppel, da sie in Lucy eine Konkurrentin um die Liebe und Aufmerksamkeit ihrer Nachkommen sah. Und damit hatte sie auch nicht unrecht. All die Maden krochen in ihre Richtung und pressten sich mit ihren weißlichen Körpern gegen das glasartige Material. Sie wurden von ihr angezogen wie Motten von einer Kerze, und dennoch konnten sie nicht zu ihr durchdringen. Einige von ihnen gaben schrilles Fiepen von sich, das schmerzhaft in Lucys Ohren stach. Doch auch den Maden bereitete es offensichtlich körperliche Schmerzen, nicht bei ihr sein zu können. Dieser Zustand würde aber nicht lange anhalten. Lucy sammelte all ihre Kraft und schmetterte ihre kleine Faust gegen die Kuppel. Die Kuppel erbebte, und bereits bei diesem ersten Schlag zeigten sich breite Risse in dem eigentlich unzerstörbaren Material. Ein weiterer Fausthieb ließ das durchsichtige Gefängnis zerbersten. Sofort strömten die weißen Leiber auf Lucy zu. Sie wurde förmlich begraben von schleimigen, geringten Körpern. Sie ertrank fast in einem Meer aus Maden, und doch fügten sie ihr kein Leid zu. Es handelte sich vielmehr um eine Geste der Zuneigung. Und auch wenn Lucy nicht daran geglaubt hätte, noch einmal irgendeine positive Emotion zu empfinden, empfand sie beim Anblick der Schneidmaden doch tatsächlich so etwas wie Mutterliebe. Diese Geschöpfe gehörten zu ihr, und sie würde sie einsetzen. Doch zunächst musste sie vermeiden, zu ersticken. »Geht runter von mir«, befahl sie den Maden im schroffen Ton, und wie von Geisterhand gezogen, ließen die Tiere von ihr ab und versammelten sich stattdessen in etwa einem Meter Entfernung. Dennoch sahen ihre kleinen, schwarzen Augen sie sehnsuchtsvoll an. Lucys Blick schweifte zu der Madenkönigin, die sie wütend belauerte, sich aber trotz ihrer titanischen Größe ganz offensichtlich vor ihrer Macht fürchtete. »Du wirst neue Kinder haben«, sagte sie versöhnlich. »Diese hier brauche ich für mich.« Sie verbeugte sich vor dem monströsen Geschöpf, und groteskerweise neigte auch die Königin ihren Kopf zu einer Art Verbeugung. Anscheinend hatte sie den Verlust ihrer Kinder akzeptiert. Als Lucy die nun befreite Königin wieder verließ, folgten ihr mehr als 40 Maden, von denen 20 mindestens so groß wie Hunde waren.
auf die gleiche Weise, wie einst dem Rattenfänger von Hameln die Ratten gefolgt waren. Und die Kinder. Dieser Gedanke brachte Lucy auf eine Idee. Sie hatte ursprünglich vorgehabt, die Armee der Maden direkt gegen die Forschungseinrichtung und vor allem gegen Elvira zu richten. Jetzt aber kam ihr ein besserer Plan in den Sinn. Sie würde sich eine andere Art von Armee schaffen. Eine Armee aus Kindern. Kindern, die so waren wie sie und die sie mit dem Fleisch ihres Madenrudels an sich binden und stark machen würde. Gemeinsam konnten sie sich an Elvira und ihren Schergen rächen, und sie könnte wenigstens für einige Zeit die Leere in ihrer Seele mit einem Ziel füllen. Einem roten und blutigen Ziel. Von einer neuen Bestimmung erfüllt, verließ sie den Wald in Richtung der kleinen Stadt, die still und unschuldig im Tal lag. Ihre neu gewonnenen Kinder folgten ihr. In der Ferne hörte sie das Brüllen der Madenkönigin. Ein gewaltiges, lautes Brüllen riss Elvira aus ihren erfreulichen Gedanken. Es war ein Brüllen, wie sie es noch nie gehört hatte und das von keinem ihr bekannten Tier stammen konnte. Eine ungute Vorahnung machte sich in ihr breit, und diese wurde noch bestätigt, als einer ihrer Sicherheitsleute, Brian, panisch zu ihr gerannt kam. »Die Madenkönigin ist ausgebrochen«, stammelte er völlig aufgelöst. »Was?« schrie Elvira ihn an. »Das ist wohl ein übler Scherz.« Brian schüttelte den Kopf. »Dieser üble Scherz hat schon 8 unserer Leute getötet, und 2 sind verletzt.« »Was haben diese inkompetenten Wissenschaftler an dem Wort bruchsicher nicht verstanden?« tobte Elvira. Ihr Gesicht lief rot an vor Wut. Sie atmete kurz durch und zählte innerlich bis 10. »Wir werden neue Forscher brauchen. Schaffen Sie die Verantwortlichen sofort in Dr. Kaiwings Labor. Er soll seine ganze Kreativität spielen lassen. Keine Grenzen.« »Ja, Ma'am.« Brian nickte. Wahrscheinlich war er froh, selbst nicht bei dem Foltermeister zu landen. »Gut, was ist mit den Maden?« »Sie sind verschwunden.« »Verschwunden?« fragte Elvira ungläubig. »Ja, ihre Spuren führen in Richtung Stadt.« Elvira war kurz davor, endgültig die Beherrschung zu verlieren. Dabei schien alles gerade noch so gut zu laufen. Aber sollen die Viecher ruhig in das verschlafene Kaff entkommen? Eine bessere Feldstudie hätten sie sich kaum wünschen können. Natürlich würde zwangsläufig die Öffentlichkeit etwas von der Existenz dieser Geschöpfe erfahren. Im Zeitalter der Smartphones und der sozialen Medien ließ sich das kaum verhindern. Das wäre aber zunächst erstmal kein Problem, solange kein Konkurrenzunternehmen etwas von den nützlichen Besonderheiten der Maden erfuhr. Sie wären zunächst einmal nichts als furchterregende Monster. Umso wichtiger war es, dass sie diesen Professor Wingard herrschaften, bevor jemand anderes ihn und sein Wissen durch einen dummen Zufall in die Finger bekam. Und sie mussten Jonathan wiederbekommen. Dringend. Dieses Balk Lucy war zwar auch ein Sicherheitsleck, aber zum einen würde es zu viele Ressourcen verschleißen, sie aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Und zum anderen war das Mädchen mehr als nur halb wahnsinnig. Niemand würde ihr Geschwätz glauben oder ihm irgendetwas Sinnvolles entnehmen können. »Brian, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Bringen Sie mir Dr. Jonathan Howe zurück. Und zwar so schnell es geht. Am besten wäre es, wenn Sie ihn lebend fassen. Aber tot soll mir auch recht sein. Immer noch besser, als wenn er seine Geheimnisse woanders verbreitet.« »Wie Sie wünschen. Aber was ist mit der Madenkönigin? Sie kommt mit jeder Sekunde, die wir hier reden, der Einrichtung näher«, erwiderte Brian. »Das ist nicht mehr Ihre Angelegenheit«, sagte Elvira. »Machen Sie sich auf den Weg und bringen Sie mir Dr. Howe. Ich kümmere mich um die Königin.« »Zu Befehl.« Mit diesen Worten entfernte Brian sich und ließ Elvira allein, während sie von draußen wieder dieses verdammte Brüllen hörte. Elvira ging zur Tür des Sicherheitsbereiches, in dem ihr Supersoldat gerade seine Heldentat vollbracht hatte, und drückte auf den Öffnungsmechanismus. »Gefährlicher Organismus im Inneren, nur teilweise menschlich. Bitte Öffnungsroutine bestätigen«, ertönte eine mechanische Frauenstimme aus dem Lautsprecher. »Bestätige«, sagte Elvira. Sie hatte keine Angst vor dem Supersoldaten. Er hatte seinen Gehorsam bereits unter Beweis gestellt.
Sofort öffnete sich die Tür und der Mann, der irgendwann einmal James genannt worden war, den sie aber jetzt nur noch als Supersoldat oder Madensoldat bezeichnete, sah sie mit lodernden Augen an. Die Adern an seinem Hals führten einen grotesken Tanz auf. »Komm mit mir«, befahl sie ihm, und er folgte, wie Elvira es erwartet hatte. Diese Madenkönigin würde bald ihr blaues Wunder erleben. Als sie draußen ankamen, fanden sie ein Bild der Verwüstung vor. Überall lagen tote Sicherheitsleute und Mitarbeiter. Die überirdischen Feldlager und die Gitter der Gefangenen waren eingedrückt. Die riesige Kuppel, die den Schneidmaden als Gefängnis gedient hatte, war tatsächlich aufgeschlagen worden wie ein Ei, und nicht weit von ihr befand sich der Grund für all das Chaos. Die riesenhafte Schneidmadenkönigin griff sich gerade einen fliehenden Sicherheitsmann, dessen Waffe wie im Wahn wirkungslose Kugeln in ihre Richtung spuckte, hob den schreienden Mann an ihr Maul und schabte mit ihren scharfen Zähnen Fleisch von ihm ab, wie von einem gegrillten Maiskolben. Der Mann schrie wie am Spieß. Es war an der Zeit einzugreifen. »Zerfetze sie«, befahl sie dem Madensoldaten, der anstelle eines Gewehrs eine große Machete bekommen hatte. Damit konnte er seine überlegene Kraft und seine übermenschlichen Reflexe besser ausspielen. Aber der Mann rührte sich nicht. Stattdessen drehte sich nun die Königin zu ihnen um und wuchtete ihren gewaltigen Körper erstaunlich schnell auf sie zu. Ein paar lose Hautfetzen hingen an ihrem Leib herunter, wo sie von den Kugeln ihrer Sicherheitsleute getroffen worden war. Aber ernsthafte Wunden waren nicht zu erkennen. »Ich sagte, zerfetze sie! Töte die Schneidmadenkönigin!« befahl sie dem Madensoldaten erneut. Aber sie erntete keine Reaktion. Stattdessen fiel er auf die Knie, während dieses Ding immer näher und näher kam. In seinen Augen stand Freude. Beinahe auch Verzückung. Die Adern an seinem Hals waren angeschwollen. Der Kerl betete dieses Monster an. Als Elvira das begriff, nahm sie ihr Funkgerät heraus. »Rückzug! Macht den Hubschrauber startklar! Bringt alles an Material und Personal, das noch intakt ist, nach Standort 7b. Ganz besonders die Proben und die Pflanzen. Lasst den Rest hier. Auch die Verwundeten. Wir brauchen keinen Ballast.« »Was unsere inkompetenten Forscher betrifft, wir haben leider keine Zeit für ihre Folter. Führt Routine 48 mit ihnen durch und gebt ihnen den Auftrag, das Wirken der Maden in der Stadt zu beobachten. Vielleicht überleben sie ja. Wenn nicht, auch gut. Sollten sie fliehen, werden wir ihre Köpfe sprengen. Sagt ihnen das. Und jetzt weg hier!« Die Erde bebte bereits, während sich die gewaltige Königin auf sie zuschob. Ihre Arme waren jetzt fast in Reichweite. An ihrem Mund klebte noch das Blut des Sicherheitsmannes, den sie gerade heruntergeschluckt hatte. Elvira wandte sich erneut an den Madensoldaten. »Folge mir, verdammt nochmal!« Dann rannte sie, so schnell sie ihre Beine trugen, in Richtung des Hubschrauberlandeplatzes. Ein kurzer Schulterblick zeigte ihr, dass der Madensoldat ihr diesmal gehorchte. Das war immerhin etwas.